Moin Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Xperia. Heute zeige ich euch, wie ihr ein richtig cooles Auto bauen könnt. Hierzu braucht ihr Kohleblöcke, glatte Steinstufen, Eichenholzknöpfe, Beton eurer Wahl, hierzu nehme ich jetzt einfach mal weißen Beton, Glas, Steinziegeltreppen, Birkenholzfalltüren, hellgraue Teppiche, Leitern bzw. eine Leiter, eine Schiene, eine Lore, Rahmen, Honigblöcke, Eichenholzschilder, Redstoneblöcke, graue Glasscheiben und Steinknöpfe. Zuerst holen wir mal das, was wir jetzt als erstes brauchen, raus. So, wir fangen an mit 4 Kohleblöcken. Die platzieren wir so, dass in der Mitte ein Kreuz entsteht. Dann gehen wir von vorne hier hin und platzieren Steinstufen. Das gleiche machen wir jetzt auch hier in der Mitte und auch hinten dran. So, wenn wir das haben, gehen wir jeweils an die Seiten der Kohleblöcke und platzieren daran Eichenholzknöpfe. Wenn wir das getan haben, gehen wir hier einmal mit unserem Beton drüber und lassen erstmal die mittleren 3 frei, beziehungsweise die Mitte. Wenn wir das haben, gehen wir hier mit dem Glas lang, hier muss frei bleiben, platzieren wir die Steinziegeltreppen, hier oben auf die Teppiche. Daran sneaken wir jetzt auch und platzieren die Falltür. Die klappen wir auf und platzieren eine Leiter dran. Heißt, man kann jetzt auch rein und raus. Wenn wir das getan haben, tun wir das erste Zeug erstmal wieder zurück, weil wir das jetzt nicht mehr brauchen. Danach holen wir uns die nächsten Dinge. So. Nun platzieren wir hier oben rein eine Schiene. Schiene, Lore drauf. Jetzt kann man sich schon reinsetzen. Und wir sehen auch schon, man kann hier an der Leiter ganz einfach wieder raus. Jetzt können wir es hier erstmal verschließen. Jetzt platzieren wir vorne Rahmen hin und hier kommen die Honigblöcke rein. Und in der Mitte ein Schild. Hier könnt ihr draufschreiben, was ihr wollt. Hinten platzieren wir wieder Rahmen, diesmal allerdings mit Redstone-Blöcken drin und wieder ein Schild. Hier könnt ihr nochmal draufschreiben, was ihr wollt. Danach platzieren wir hier an den Seiten am ersten Glas die grauen Glasscheiben als Seitenspiegel. Hinten dran die Steinknöpfe als Autogriffe und fertig ist unser Auto. Das war das Video. Wenn es dir gefallen hat, lass doch gerne ein Abo da, ein Like und aktiviere die Glocke. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.